Für mich ist Offroad-Fahren in wunderschöner Natur mit dem Fahrzeug zu wandern. Das Shushitza-Tal im Süden Albaniens ist eine der schönsten Offroad-Strecken, die das Land bietet. Egal ob im Süden, in der Mitte, im Norden, im Osten, jeder Bereich für sich ist anders schön. Die Gesamtstrecke ist in etwa 80 Kilometer. Wenn man das als Tagestour fährt, kommt man nach 10 Stunden wieder unten am Meer an. Offroad-Fahren ist, wenn man es ins Extreme schiebt, eine Gefahrensituation. Der Schwierigkeitsgrad, der wechselt. Man hat guten Straßenbelag auf Geraden, man hat schlechten Straßenbelag, kleine Stufen in Steigungen. Wichtig ist, dass man mit seinem Fahrzeug im Einklang ist. Dass man das, was man vor sich sieht, im Sekundenbruchteil aufs Lenkrad, auf die Bremse und aufs Gaspedal umsetzt. Wenn man starkes Gefälle angeht, ist mit dem geländeuntersetzten Auto sehr einfach. Der DSR-Knopf verhindert, dass man zu schnell wird. Weil wenn man in einer starken Steigung auf die Bremse geht, dann rutscht ich. Die Flussüberquerung muss man sich erstmal anschauen. Eine Spur, die auf der anderen Seite wieder rausführt, ist keine Garantie, dass unten nicht irgendwo ein verklemmtes Holz liegt. Für mich ist ein guter Offroad-Fahrer ein umsichtiger Mensch, der die Natur und die Menschen, die an der Strecke leben, beachtet und diese auch entsprechend achtet. Das Fahrzeug hat ein grandioses Fahrwerk, absolut unschlagbar. Das gleicht Unebenheiten aus, man merkt fast gar nicht, dass man sich auf einer Schotterpiste befindet. Am meisten an dem Auto hat mich überrascht, dass Offroad-Fahren auch bequem sein kann. Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts.